für Hörspielmacher. Albert, komm, wir müssen verstecken. Der Feind ist im Hinterhalt. Schnell! Ja, ja, ich komm ja schon. Spricht man so mit seinem Kommandanten? Immer bist du der Kommandant. Ich bin immer nur der Schütze. Ein Schütze ist extrem wichtig für den Ausgang eines vernünftigen Angriffs. Du darfst schließlich die ganzen Franzosen abknallen. Ich habe aber keine Lust mehr. Immer das zu machen, was du mir befiehlst. Na toll, was soll denn spielen? Ich gehe auf keinen Fall nach Hause. Mein Vater ist heute da und du weißt, wie er ist. Ich bin lieber mit dir am See. Ja, weiß ich. Bin ja auch lieber hier mit dir als zu Hause. Aber lass uns mal was anderes machen. Wie wär's, wenn wir unsere Zwille mal wieder testen und am besten Albert kühlen. Das wird ein Spaß. Wo es die beste Munition gibt, wissen wir ja. Am Ufer. Also los, ich habe letztens da eine gute Stelle gesehen. Schön runde Steinchen. Also folgen Sie mir, Schütze Albert. Hör mal, bin ich der Kommandant. Das sage ich dir. Albert, hier drüben. Ja, ich komm ja schon. Sind richtig gute. Da, zwischen den ganz dicken. Oh ja, die sind genau richtig. Aber was ist das denn für ein komischer? Wo denn? Ja, da unten am Wasser. Der hat Löcher. Der helle da. Warte, ich hab einen Stock. Wir angeln raus. Ich schaff das nicht allein. Helf mir mal. Lass das mal lieber. Ich glaube, das ist gar kein Stein. Zwischen Mai und Juni 1924 wurden in der Leine zwischen dem Leineschloss in Hannover und Garbsen von zwei Kindern insgesamt 3 menschliche Schädel aus dem Wasser gefischt. Die Polizei fand in der Folgezeit 2 weitere Schädel. Der Fall erregte großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Untersuchungen nach stammten sie von jungen Männern und wurden vermutlich teilweise mit einem Messer und teilweise mit einem Beil vom Rumpf abgetrennt. Den ermittelnden Kriminalbeamten waren zu der Zeit 30 Männer bekannt, die für eine solche Tat in Frage hätten kommen können. Unter ihnen auch Fritz Hamann. Die Bodenkammer war klein. Wenn man den Raum betrat, blickte man auf ein Bett mit Eisengestell. Links ließ ein kleines Fenster das diffuse Licht hinein, welches von der Straße seinen Weg ins Zimmer suchte. Rechts einen Tisch mit Stühlen, vom Alter zernagt, von Holzwürmern besucht. Der Ofen, auf dem Fritz Hamann zu kochen pflegte, sah nicht viel besser aus. Friedrich Hamann, Hermann Lange, Kriminalinspektion Hannover. Tür aufmachen!
Ja, ich komme ja gleich. Ich warte nicht lange. Ich hab nichts gemacht. Lasst mich in Ruhe. Sofort aufmachen oder wir brechen die Tür auf. Aber ich hab nichts gemacht. Laumann, Sass, Tür aufmachen. Was soll das denn? Verschwinde! Ich hab nichts gemacht. Ich helfe euch beim Bespitzeln, liefere euch Jungs und ihr seid so zu mir. Meine Tür. Alles kaputt. Selber schuld. Wir beschatten sie schon seit einigen Wochen, Harmann. Die beiden Beamten zu meiner linken Laumann und Sass zu meiner rechten haben sie dabei beobachten können, wie sie einen jungen Berliner Burschen in ihrer Wohnung lockten. Ja, zweimal hat der Bengel bei mir übernachtet. Jedes Mal habe ich ihm 3 Mark geschenkt. Ich wollte nicht, dass er immer wieder kommt. Da habe ich ihm gesagt, er soll doch im Obdachlosenasyl schlafen gehen. Seine Papiere waren falsch. Ja, das sollten Sie mal überprüfen. Und dann, am 22. war es wohl, treffe ich ihn nachts vor dem Bahnhof. Er ist mit einer Horde Bengels zusammengestanden. Alle von dem Gesocks, das sich in der Bahnhofshalle und im Wartesaal da immer herumtreibt. Ja, kommt auf mich zu und sagt so, Onkel Fritze, gib mir 10 Mark. Ich sagte nein und er soll machen, dass er wegkommt. Da fängt er zu schimpfen an und spuckt mich an. Ich sagte ihm, wenn er nicht gleich ruhig ist, dann kriegt er ein paar hinter die Ohren. So war es gewesen. Nee, nicht. Da hat uns der Bursche aber was anderes erzählt. Sie sollen mit ihm geschlechtlichen Verkehr gehabt haben und ihn dabei gefesselt und sogar mit einem Messer bedroht haben. So ein Bengel. Alles Lüge. Ob das eine Lüge ist, das werden wir noch feststellen. Durchsuchen. Dass ihr so einem Puppenjungen mehr glaubt als mir. Herr Lange, hier ist etwas, das Sie, glaube ich, interessieren dürfte. Die Durchsuchung ergab außer Blutspuren am Bett, an den Inlets und an Gebrauchsgegenständen eine Menge teilweise blutbefleckter Kleidungsstücke. Die spätere serologische Untersuchung der Blutspuren ergab das Vorhandensein von 4 Blutgruppen. Fritz wurde verhaftet und ins Polizeigefängnis nach Hannover gebracht. Lasst mich raus! Lasst mich raus, ihr Schweine! Ihr seid genau wie die Witzels! Die dreckigen Puppenjungs, die Kommunisten! Ihr seid Kommunisten! Ja, genau! Ja, ihr seid Kommunisten! Mich hier einsperren und hinterher alles schön hinstellen! Hallo! 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 Rauslassen! Och, Fritze, du arme, arme Sau! An deiner Stelle würde ich die Schnauze halten und ein bisschen an der Matratze horchen. Dein Verhör geht spätestens in 3 Stunden weiter. Und wir wollen doch nicht, dass du uns wieder einschläfst heute Nacht, wenn Kriminalinspektor Lange ein ernstes Gespräch mit dir führt. Lange ist auch Kommunist. Du kannst mich mal. Ach, damit du mit mir machst, was du mit den Jungen gemacht hast. Ach was, alles Lüge. Diese blöden Puppenjungs, die blöden. Fritz sollte am 3. Tag seiner Verhaftung dem Gericht zugeführt werden. Hermann Lange, der zuständige Kriminalinspektor, wandte sich entschieden dagegen. So blieb Hermann im Polizeigefängnis Hannover. Er wurde intensiv abwechselnd von Hermann Lange, Kommissar Retz und dessen Assistenten Reich vernommen. Zum Teil mit hartnäckigeren Methoden als üblich. Mitkommen zum Verhör. Werd ich entlassen? Klappe halten und mitkommen. Fritz wurde ins Verhörzimmer geführt. Dort saßen Kriminalinspektor Lange, 2 Beamte und Hamanns Hauswirtin, Frau Engel mit ihrem Sohn Theo Hartmann, sowie 2 ältere Herrschaften. Theo, schicke Jacke hast du an. Haben Sie diesen Herrn schon mal gesehen? Wollen Sie mich den Herrschaften nicht erst mal vorstellen? Hamann, mein Name. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Frau Engel. Aber Sie kennen den Herrn. Haben Sie dieses Jackett schon mal gesehen, das der junge Herr trägt, Hamann? Werde ich wohl. Das habe ich Herrn Theo billig verkauft, weil er nicht immer recht was zum Anziehen hat. Und wo hatten Sie das Jackett her? Herr Inspektor,
Ich handle mit gebrauchten Kleidern. Wie kann ich da wissen, woher jedes einzelne Stück Ware gekommen ist? Was fehlt denn der Kommt Frau? Es vor, dass sich in Kleidungsstücken noch Ausweispapiere befinden? Ja, kann schon manchmal sein. Und was machen Sie damit? Mensch, Hamann, jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was machen Sie damit? Zerreißen Sie sie? Verbrennen? Zerreißen? Wo werde ich denn? Wenn ich den Mann kenne, gebe ich dem Herrn das Papier zurück, oder? Ich bewahre es auf. Herr Hartmann, was hat der Herr Hamann doch gleich noch mit dem Ausweis gemacht, den Sie in der Jacke da gefunden haben? Zerrissen hat er ihn. Aber Herr Theo, wie können Sie sowas Falsches vor der Polizei auf Ihr Gewissen nehmen? Sie können es doch gar nicht gesehen haben. Was kann er nicht gesehen haben? Wie Sie den Ausweis zerrissen haben? Ich will Ihnen auch mal sagen, warum Sie den Ausweis zerrissen haben. Darauf bin ich gar nicht mehr neugierig. Der Name auf dem Ausweis aus dem Jackett lautet Witzel Robert, geboren am 18. März 1906. Es war ein Werksausweis aus den Excelsior-Gummiwerken. Die beiden Herrschaften, die dort drüben sitzen, sind die Eltern des jungen Mannes. Ihr Sohn ist am 26. April, das war ein Sonntag, in den Zirkus Sarasani gegangen und nie zurückgekehrt. Er trug seinen besten Anzug, den da. Ja, genau den, den Herr Hartmann heute trägt. Jetzt frage ich Sie, wie sind Sie an diese Jacke gekommen? Mörder! Mörder, dreckiger Mörder! Herr Lange, ich bin hier ein schutzloser Mensch. Diese Dame bedroht mich. Das gehört sich aber doch nicht. Ich sage hier kein Wort mehr, wenn man mich durch Gewalt nötigt, die Unwahrheit zu Was sagen. Was ist? Wollen Sie etwa Ihren Anwalt sprechen? Ach, Quatsch. Nee. Aber ich bitte meine Schwester, die Frau Burschel, hierher zu holen. Ich kann nicht mehr. Ich kann dieser Bestie nicht mehr gegenüberstehen. Dieses Schwein. Was denn? Wer kann das wohl sein? Ja, Kriminalinspektor Lange? Nein, wir sind hier noch nicht weitergekommen. Ich denke, Hamann macht sich lustig über uns. Ja? Ja. Mhm. Jawohl, ist gut. Wir brechen hier ab. Die Herrschaften haben es gehört. Wir setzen das Verhör zu einem späteren Zeitpunkt fort. Herr Hamann, die beiden Beamten bringen Sie in Ihre Zelle. Was soll das denn jetzt? Ich dachte, ich kann nach Hause. Das glauben Sie doch nicht wirklich. Schaffen Sie mir diesen Kerl aus den Augen. Fritz wurde über Tage diesem Prozedere ausgesetzt. Verhöre, Gegenüberstellungen. Er blieb aber dennoch standhaft in seinen Aussagen und beteuerte seine Unschuld. Wenn auch zunächst noch direktes Belastungsmaterial fehlte, die Indizien häuften sich und Fritz wurde sichtlich unruhig und unsicher. Hermann Lange und Kommissar Retz entschieden sich deshalb für drastischere Methoden. Die Herrschaften schon wieder. Hier. Fritz wurde in den folgenden Tagen immer wieder mit Gummischläuchen bearbeitet. Des Nachts wurde er mit Ketten an sein Bett gefesselt. 4 aus der Leine gefischte Totenschädel wurden in jeder Ecke des Raumes hoch oben auf Brettern platziert. Die Augenhöhlen wurden von hinten mit rotem Papier beklebt und beleuchtet. Und man hing in der Nähe des Bettes einen Sack mit Menschenknochen auf, welche man in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung gefunden hatte. Bitte nicht! Aufhören! Für heute hören wir auf. Aber siehst du den Sack und die Schädelfritze? Die Seelen der Jungs kommen und bestrafen dich für das, was du mit ihnen gemacht hast. Wenn du nicht bald für deine Sünden gerade stehst und uns endlich die Wahrheit sagst. Wenn nicht heute Nacht, dann morgen. Aber sie kommen, da seid ihr sicher. Tatsächlich meldeten sich in den nächsten Tagen immer wieder Leute aus der Bevölkerung, die ihn schwer belasteten. Im Hofe des Polizeipräsidiums ließ man eine Obdachlosenbaracke räumen und stellte dort Fundsachen aus, die er in den Jahren zuvor verkauft hatte. Die Beweise häuften sich. Gegenüberstellungen und Anschuldigungen machten Fritz zusätzlich mürbe. Ich denke, Hamann macht sich lustig über uns. Ja. Könnte auch kurz nicht schlafen. Okay, die Jungs sollen ihn sich vornehmen.
alles klar. Sag mal, Fritze, weiß deine Mama, was du mit uns gemacht hast? Dass du mit kleinen Jungs posierst? Hä? Weiß sie das? Ich kann sie doch nicht sehen. Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen! Ich will alles sagen, ich will alles sagen. Nein, aufhören! Schaut mich nicht so an! Ich will alles sagen! Hört ihr? Hört ihr denn nicht? Ich will doch alles sagen! Hört ihr? Onkel Fritze in die Wurst! Nein! Nein! Ich will alles sagen. Ich will alles sagen. Tür aufmachen. Ich sag alles. Schick mir den Retz her. Ich erzähl alles. Verdammt nochmal. Ich sag's ja. Nicht schlagen. Ich will alles sagen. Hamann brach sein Schweigen am 1. Juli 1924. Man führte ihn in das Verhörzimmer von Kommissar Retz. Das Verhältnis zwischen den beiden war weniger angespannt als zwischen ihm und Kommissar Lange. Zumindest war Retz bemüht, ihm das weiß zu machen. Das Verhör ging über 6 Stunden. Retz redete auf ihn ein, führte ihm die Beweise und Indizien immer wieder vor Augen, bis dieser endlich gestand. Herr Retz, bitte. Nee, wenn ich nun alles sage, kann ich dann endlich mal wieder ohne die Lichtköpfe und den Knochensack in der Zelle schlafen? Fritz! Du bist nicht in der Stellung, Forderungen zu stellen. Aber du weißt auch, dass ich kein Unmensch bin. Ich will deiner Bitte nachkommen. Allerdings musst du mir alles erzählen. Ich will keine Lügengeschichten mehr hören. Aber nur, wenn die mich nicht mehr schlagen. Nee, nee, dir tut keiner was. Dann will ich ihnen alles sagen. Im Jahr 1918 war es wohl, lernte ich am Bahnhof den Friedel Rothe kennen. Man hat ja meine Wohnung durchsucht und nichts gefunden. Hinterm Ofen hätten sie mal gucken sollen. Nur widerwillig räumte er ein, für den Tod von 7 Jungen verantwortlich zu sein. Die Leiche des 7. Opfers hatte er nach eigenen Angaben in der Herrenhäuser Allee in der Nähe eines Teiches verscharrt. Es geht bei dem nicht mehr, den Kopf in die Leine zu schmeißen. Da passen doch jetzt alle auf. Hab alles in einen Sack getan und bin dann los. Hat beinahe 2 Stunden gedauert. Das war ich richtig krank. Da musste ich mich hinterher erstmal ausruhen. Findest du die Stelle wieder? Es regnet schon wieder. Da kommt doch wohl kein Gewitter. Das kann ich nicht sicher sagen. Ich glaube schon. Hallo? Schicken Sie mir bitte 4 Beamte. Wir machen einen Außentermin. Ja, bei dem Wetter. Morgens gegen 2 Uhr und bei strömendem Regen, mit Laternen und Spaten bewaffnet, gingen sie zu der Stelle, an der eines seiner Opfer angeblich verscharrt sein sollte. Fritz, geh vor und zeig uns die Stelle. Aber mach keine Dummheiten. Ich mag keine Überraschung. Da kann ich sehr unangenehm werden. Nee, nee, mach ich nicht. Mach keine Dummheiten mehr. Ich glaube, hier ist es wohl gewesen. Da unter der Kiefer. Hier ist ein Spaten. Dann fang mal an. Aber, nee. Nee, das kann ich nicht. Du hast den Jungen doch eingegraben. Für dich sollte das ein leichtes Unterfangen sein. Aber... Da war doch ganz viel. Laumann! Wer sehen Sie hier noch jemanden mit Ihrem Namen? Nein, entschuldige. Also, Sie helfen Hamann. Schnappen Sie sich einen Spaten. Aber was? Wollen Sie einen Befehl verweigern? Sehen Sie zu! Oder meinen Sie, ich will hier bei dem Wetter übernachten? Nein, natürlich nicht, Herr Kommissar Retz. Laumann und Hamann hatten Mühe, den vom Regen durchtränkten nassen Boden auszuheben. Sag ich doch, ganz schön schwere Arbeit. Halt bloß die Fresse. Nach etwa 20 Minuten machte sich trotz des Regens ein süßlicher Verwesungsgeruch breit. Bis sie schließlich nach einigen weiteren Spatenstichen auf etwas Weiches stießen.
Ich glaube, wir haben da was. Oh Gott, das stinkt ja bestialisch. Okay, raus da. Sass, helfen Sie den beiden, den Sack aus dem Loch zu heben. Von Juni bis Oktober 1924 wurde Fritz von Dr. Ernst Schulze zur Klärung seiner Zurechnungsfähigkeit in Hannover sowie in Göttingen untersucht und befragt. Guten Tag, Herr Hamann. Ich bin Dr. Schulze. Guten Tag, Herr Hamann. Wie geht's denn heute? Ich bin der Schulze. Tut Ihnen von den Fesseln das Handgelenk weh, da Sie daran reiben? Sind Sie einer von den Doktors? Ich brauche keine Spritze. Die mag ich nicht. Nein, von mir bekommen Sie keine Spritze. Ich soll nur mit Ihnen reden. Keine Spritze, das ist gut. Fritz, ich will Ihnen doch nur ein paar Fragen stellen. Und will, dass Sie sie mir wahrheitsgemäß beantworten. Ich will jetzt immer die Wahrheit sagen. Das habe ich dem Herrn Götz auch schon gesagt. Ja, dann sind wir uns ja einig. Ja, einig. Also Fritz, welches Datum haben wir denn heute? Sie haben ja gar keinen Kittel an. Ein Doktor muss doch einen Kittel haben. Den brauchen wir heute mal nicht. Also, welches Datum hat der heutige Tag? Das müssen Sie doch besser wissen. Hier vergisst man so viel. Ach, Fritz, das wissen Sie doch auch. Wann sind Sie denn hierher gekommen? Juli. Das war vor einer Woche genau. Welches Datum haben wir dann heute? Den 26. Juli. Und welches Jahr? 1924 haben wir doch. Machen wir weiter. Was kostet Briefporto? 10 Pfennig. Mal eine Zeit lang. Da war alles noch ganz anders. 12 Monate rückwärts? Och nee, das ist immer so. Vorwärts will ich zählen. Der letzte Monat? Dezember ist das. Der vorletzte? November. Davor? Oktober. Dann habe ich meinen Geburtstag. Wann nach Hildesheim in die Nervenheilanstalt gekommen? Ach nee, fangen Sie jetzt doch nicht damit an. Da war der Alte schuld. Der Alte? Sie meinen Ihren Vater? Mhm. Der kann aber schnell schreiben, der Stenograf. Ist das Ihr Sohn? Was haben Sie damals ausgefressen, dass Sie nach Hildesheim gekommen sind? Dummheiten mit einem Kinde? Nee. Das ist wohl der Willi, mein Bruder gewesen, nicht ich. Das steht hier aber. Dann steht das da nicht richtig. Wie war das in Hildesheim? Erzählen Sie mal. Der Dr. Gerstenberg, der hat mich untersucht. Der hatte einen Kittel. Der hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ich habe mit einem Kind Dummheiten gemacht, als ich dann böse wurde. Aber noch keiner hat ein hübsches Gefängnis gesehen. Denn gefangen sind wir hier. Ein Liebchen wollen wir, doch kriegen wir es nach. Was? Wo bin ich? Jedem ist ein Liebchen schön, aber noch keiner hat ein hübsches Gefängnis gesehen. Na, Fritze, haben wir uns beruhigt? Hast uns ganz schön auf Trab gehalten. Bist du jetzt artig und kommst du mit oder willst du noch ein bisschen schlafen? Hab noch ein Spritzchen parat für dich. Denn gefangen sind wir hier. Ein Liebchen wollen wir, doch kriegen's wir. Hab genug geschlafen. Na, das erspart uns doch eine Menge. Dann komm mal mit dem Onkelpfleger mit. Wohin? Jedem ist ein Liebchen schön, aber noch keiner hat ein hübsches Gefängnis gesehen. Na komm. Denn gefangen sind wir hier. Ein Liebchen wollen wir, doch kriegen's wir? Nein, nein. So, Fritze, setz dich mal dahin. Da steht dein Essen. Die Jungs sind alle ganz nett hier. Na, Hunger, der werte Herr? Er schwingt ja ganz schön. Das bekommt er nun nicht, wenn man so schlingt. Aber der Gurkensalat sieht lecker aus. Muss ich verlauten lassen. Lass mich hier in Ruhe. Du bist so doof im Kopf. Wie dumm sind die, die Dummes tun? Ich doof? Das kränkt mein Gemüt. Ich war gar Professor der Mathematik in Berlin seinerzeit. Ich hielt Vorträge. Jawohl. Über das Dezimieren der Zahlen. Wo war ich? Ach ja. Gurkensalat. Ist dieser welcher noch zu haben? Und frohlockend rief ich aus, dass es diesen herrlichen Fragmenten an einer fraßlichen Form nicht fehle. Schweig! Also, edler Herr, der Gurkensalat. Ist er mein? Nein, den esse ich selbst und jetzt verschwindet. Ist er selbst? Siehst du?
Na gut, so sei es denn. Aber sage mir, was treibt dich hierher? Warst du gar umgezogen? Herzfehler. Herzfehler? Na, na, höre ich gar, wie er die Unwahrheit spricht? Hier weilt kein Mann mit körperlich Gebrech. Mal unter uns, auf dieser welche Station, auf der wir verweilen, sind nur Leute, welche sich vom selben Geschlecht angezogen. Und mit erstauntem Blicke stellte der Bauer fest, die Magd war von männlichem Geschlecht. Was redet ihr? Ihr glaubt doch nicht, dass ich schwul bin. Ich bin doch kein Puppenjunge. Jetzt mal im Ernst, Junge. Wenn du hier raus willst, dann solltest du dich schon etwas schlauer anstellen. Aber das scheint dir doch recht schwer zu fallen, wie sich mir offenbart. Ach, ihr tickt doch. Bin kein Puppenjunge. Pass mal gut auf, Bursche, was ich dir jetzt verlauten lasse. Mein Gesell, mein, sagen wir etwas verwirrter Freund mit dem Gespür für die Tugend des Zitates, mag es gar nicht, wenn man nicht nett zu meiner Person ist. Er kann gar ungehalten werden, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Es liegt also an dir, wie dein weiteres Leben hier auszusehen hat. Die Entscheidung ist an dir. Der Schwache zweifelt vor der Entscheidung. Der Starke danach. Wie ich sehe, war der Hunger groß. Braver Junge. Dann komm mal mit. Genug getratscht. Und dann? Haben Sie getan, was die von Ihnen wollten? Nee, das wollte ich nicht. Die haben mich immer gedroht beim Essen. Im Zimmer hatte ich ja erst meine Ruhe. Da war ich alleine. So 2 Monate war das. Und dann mit mehreren aufs Zimmer. Dr. Gerstenberg hat gesagt, der Fritz ist jetzt so ein braver Junge, der darf jetzt zu den anderen. Mit denen poliert? Da habe ich noch nicht mit Jungs poussieren wollen. Hatte doch meine Braut, die Erna. Das war so ein großer Saal, wo alle geschlafen haben. Wie beim Militär. Da haben die nachts... Das haben die so ein paar Mal gemacht. Penis im Mund? Ach was, nee. Das wollten die, aber... Da habe ich das nicht gemacht. Das habe ich erst jetzt gelernt. Fritz war von seinem Stuhl aufgestanden, sah mit verklärtem Blick zum Stenografen, als wolle ein Vater seinen ungehorsamen Sohn bestrafen. Warum schreiben Sie das denn auf? Es kommt doch nichts ins Wochenblatt. Sonst erzähle ich auch nichts mehr. Die wollen mich doch verhauen da draußen. Hinsetzen. Nach den nächtlichen Besuchen... Was war da? Das ging eine ganze Weile so. Na, Süßer, was ist mit deinem Gurkensalat? Jener welcher ist doch für mich bestimmt. Oder sehe ich das falsch? Das ist so falsch. Wie bitte? Ich glaube, wir müssen dem Herrn noch eine weitere Lektion verpassen heute Nacht, wie mir scheint. Das glaube ich nicht. Du glaubst doch nicht, dass wir dich so davonkommen lassen. Nein? Tut ihr das nicht? Na dann pass mal auf. Ach, die Scheiße ruft den Fehler. Fritz hat ihm den Hals gebissen. Dann bin ich auf eine andere Station gekommen. Erst wieder einzeln. Da habe ich wieder viel geschlafen und dann aber weg. Von den anderen. Wie lange in Hildesheim? Da muss ich lange gewesen sein. Da auf der neuen Station, da habe ich im Garten nachher gearbeitet. Erdbeeren gepflückt. Was noch? Äpfel. Und Birnen geholt und den Mist gefahren. Auch Obst gegessen? Ja, ja. Das konnten wir. Das war nicht gestohlen. In Hildesheim zuerst 6 Wochen? Nein, lange bin ich da gewesen. Ja, ich glaube wohl auf 1 Jahr. Und dann bin ich ausgekniffen. Da bin ich so ganz schnell gelaufen. Hab gesagt, ich muss auf Klosette. Das war im Garten. Was hast du in der Schweiz gemacht? Die haben gedacht, ich bin nach Holland. War ich aber nicht. Hab da ein bisschen gearbeitet. In der Schweiz, bei Tappen, so hießen die. Da bin ich viel spazieren gegangen. Und einmal des Nachmittags hab ich mich schön gemacht und da bin ich Soldat geworden. Hier steht, Friedrich Heinrich Karl Hamann kehrte 1888 aus der Schweiz zurück und ging ein Verlöbnis mit Erna Burschel ein, welches aber scheiterte. Stimmt das? Ja, das ist wohl wahr. Das erste Mal mit einem Mädchen possiert. War das mit ihrer Verlobten? Ja, ja. Mit meiner Braut, der Erna. War sie jünger als Sie? Nee, wir waren gleich alt. Wo wohnte sie? Meine Eltern hatten verschiedene Häuser und da wohnte sie in einem drin. Das wollten ihre Eltern wohl nicht.
Nee, der Vater war Arbeiter. Du warst so ein gutes Mädchen. Wenn ich mit ihr verheiratet gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Sie hätte schön auf. Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal mit Ihrer Braut verkehrten? Da hat sie so geweint. Da hat sie sich so die Hände vor den Augen gehalten. Nachher hat sie dann aber nichts mehr gesagt. Ich bin immer rauf, wenn die Eltern nicht da. Wo ist denn die Erna geblieben? Er hat geheiratet. Wen? Meine Schwester weiß das wohl. Ich habe zu Hause öfters geweint, weil ich sie nicht gekriegt habe. Das war doch die, die nachher mit dem Friseur verkehrte. Ja, ja, das ist die. Warum ist sie untreu geworden? Der Willi, mein Bruder, hat ihr gesagt, ich wäre mal in Hildesheim gewesen. Da wollte sie mich nicht mehr sehen. War das nett mit dem Mädel? Ja, das war schön. Hat Ihnen das viel Freude gemacht? Ja, so richtig schön poussiert haben wir da. Wann zum ersten Mal Samen verloren? Da ging ich zur Schule. Mein Freund, Schmidt hieß er. Der macht es. Der hat mir immer seine Hände in die Tasche gesteckt. Hat der Lehrer das nicht gesehen? Dann hat er ihn wohl vom Platz weggejagt. Schmidt mochte ich nicht. Der war so. Was war schöner? Mit Erna oder mit den Jungen? Erna hatte ich lieb. Haben Sie Granz auch lieb? Ja, Hans ist ein guter Junge. Gescheit. Wie haben Sie Herrn Granz kennengelernt? Ich war doch des Abends oft vorm Bahnhof. Meistens unterm Schwanz, Sie wissen doch, beim Ernst August an der Statue, Zigarren und Zigaretten zu verkaufen. Damit kenne ich mich aus. Eine milde Gabe für einen Kriegsinvaliden ohne Beine. Armblatt Hannover, Armblatt, Hanomarktland, industrielle Herstellung des Automobils in Hannover, Armblatt. Ein Armblatt gefälligte Herr, kleine Bettlektüre. Ja, gib mal her, Junge. 40 Pfennig bitte. Zigarren oder Zigaretten? Ich rauche nicht. 50 Pfennig die Schachtel. Das ist ein Sonderpreis. Hörst du schlecht? Nichtraucher. Schleich dich, Penner. Fritz. Herr Wachtmeister. Komm mal her zu mir. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du hier unterm August nichts verkaufen sollst? Hm? Aber... Ob du nun Invalide bist oder nicht. Ja, aber in der Altstadt sind doch die Puppenjungs. Die laufen mir ständig nach und wollen mein Geld, die Bengels. Na mal ganz ehrlich, dass dir die Jungs nachlaufen, das stört dich doch nicht wirklich. Ach was, ich bin ein anständiger Mensch, ich bin Händler, mehr nicht. Ah ja, klar. Also Fritz, du kennst das Spiel. Du weißt, dass du hier nichts verkaufen darfst? Ab in die Altstadt mit deinem Kram oder nach Hause. Ja, ich gehe. Im Café Kröpke ist es eh wärmer. Da setze ich mich jetzt hin. Darf ich Ihnen etwas bringen? Kaffee, bitte. Der junge Herr dort drüben möchte für Sie zahlen. Hä? Ja, danke. Guten Abend, der Herr. Wie ich sehe, sind Sie ganz allein. Darf ich mich zu Ihnen gesellen? Ja, meinetwegen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber so ein gut aussehender Mann... Der sollte nicht in so einem Etablissement verkehren. So ein gut aussehender Mann? Was? Na, hier in so einem Lokal. Sie unterscheiden sich doch ganz erheblich von dem Bettlervolk, was sich sonst hier so herumtreibt.
Ich denke, Sie würden es zu schätzen wissen, einen guten Anzug von mir zu erwerben. Ich bin Händler feinster Männer. So was kann ich mir aber nicht leisten. Und in den Lumpen hier sehe ich auch nicht gut aus. Und Geld habe ich auch keins. Zwar aber, einen schönen Menschen entstellt doch nichts. Doch die Schönheit unterstreichen wird wohl noch erlaubt sein. Und mit der Bezahlung werden wir uns schon einig. Außerdem sagt man sich, dass die Geschäfte im Zigarrenhandel gut laufen. Wer erzählt das? Ein gewisser Richard. Er meinte auch, dass sie gut küssen kann. Richard Ruth? Ach, dieser Puppenjunge. Was hast du gegen Puppenjungs? Magst du keine? Ich darf doch du sagen, oder? Mein Name ist Hans Granz. Nee, doch. Hamann, Fritz. Alle nennen mich Onkel Fritze. Ist mir auch lieber. Darf ich ihm etwas bringen? Ich weiß. Ja. Richard, du verstehst. Sehr gesprächiger junger Mann. Aber Onkel Fritze hört sich gut an. Sag mal, Onkel Fritze, du pushierst doch auch mit Männern, oder? Ich kann mit Frauen nicht so. Ich will doch keine. Und mit Nutten will ich nicht. Ach, vergiss doch die. Die haben sowas wie dich doch gar nicht verdient. Die wollen doch nur dein Geld. Willst du doch auch? Ich möchte mit dir ins Geschäft kommen, das ist richtig. Aber ich brauche dazu nicht unbedingt dein Geld. Das können wir auch anders regeln. Wie? Naja, ich tingle schon seit einiger Zeit hier durch Hannover. Ich habe ja meine Arbeit in Berlin verloren und suche eine Unterkunft. Hat das Richard auch erzählt? Dass ich jeden aufnehme, oder was? Na, was hast du schon zu verlieren? Du bekommst einen schicken Anzug und du darfst mit mir vögeln. Bist doch scharf auf mich. Hey, still! Wenn das einer von den Bullen hört, dann gehen wir ab. Na, dann steh doch dazu. Also, was sagst du zu meinem Angebot? Du darfst mich dann auch küssen, wenn du willst. Man sagt mir nach, ich hätte Talent dazu. In Ordnung. Aber fürs Übernachten reicht nur gut küssen nicht. Na, na, Süßer. Nicht gierig werden. Also, gehen wir? Ich glaube, heute werden wir beide sowieso hier nichts mehr los. Ich mach mal Licht. Das macht schönes Licht. Besser wie elektrisch. Schön romantisch, finde ich. Bist du ein romantischer Mann? Ja, mitunter manchmal. Wann denn zum Beispiel? Ja, wenn man so kuschelt und sowas. Aha. Und sowas also. Was ist denn und sowas? Küssen? Ja. Lutschen auch? Magst du lutschen? Habe ich noch nicht gemacht. Doch einmal, aber dann muss ich immer so spucken. Na, dann hattest du aber nicht den richtigen Mann. Das macht Spaß, wenn man den richtigen hat. Kannst du mir glauben? Willst du mich küssen? Du darfst mich ruhig küssen, wenn du willst. Sonst kommen wir doch nicht ins Geschäft. Na, Onkel Fritze, nicht so stürmisch. Wir haben noch Zeit. Schön langsam. Aber du kannst gut küssen. Hab ich doch gesagt. Jetzt leg dich mal hin. Wir wollen doch mal sehen, ob wir nicht auch richtig bussieren können. Wir beide. Ja. Willst du dich etwa angezogen ins Bett legen? Auch in Popo? Was? Was? Ach, Hinterpommer. Was sagen die dafür? Nee, das will ich nicht. Tue ich nicht. Mit Granz auch nicht? Der wollte das schon mal haben. Ich wollte das nicht. Lutschen und polieren geht und küssen auch. Der Hans kann so schön küssen. Mit dem kann man schön pussieren. Granz hat bei Ihnen gewohnt? Ja, immer wieder mal. Zu dieser Zeit auch im Zuchthaus gewesen. Wegen Hehlerei und Diebstahl. Das ist doch egal. Fangen Sie doch nicht immer wieder damit an. Das muss ich doch.
Granz hat doch ihre Möbel verkauft. Wann? Na, als sie im Zuchthaus waren. Ach so, ja, ja, ja. Hans hat das ganze Geld mit leichten Mädchens versoffen und verhurt. Mitunter war die Stube so voll, dass ich mich nicht umdrehen konnte. Da bin ich weggegangen und hab mich geärgert. Und dann getrennt? Ja, oft. Ich mochte nicht, wenn die Nutten da waren. Aber wenn der Hans dann kam und mich so küsste, wenn er mich so lieb in den Arm nahm, mich streichelte, dann war ich weg. Dann konnte er mit mir machen, was er wollte. Ja? Ja? Wer ist da? Die Polizei. Mach die Tür auf. Das tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du dich mit die Nutten rumhurst hier bei mir. Du ärgerst mich bloß. Geh! Nun mach schon. Ich hab dir auch was mitgebracht. Ich hab jetzt keine Zeit. Geh endlich! Ich sag nur englische Zigaretten. Aber wenn du nicht willst, dann geh ich. Die Polizei wird sich brennend dafür interessieren, wenn ich denen erzähle, dass du eine Reihe treibst. Nicht so laut. Frau Engel, warte. Na, geht doch. Bekomme ich einen Kuss? Nee. Na, nun stell dich nicht so an. Ich wusste doch, ich bekomme. Das musst du nicht immer machen mit mir. Was riecht hier so komisch? Oh. Wann soll ich wiederkommen? Wer ist da? Ich bin es. Mach auf. Ich bin krank. Komm morgen wieder. Ich habe keine Lust zu betteln. Jetzt mach auf. Ja. Ja, ich komme. Wo ist sie? Wer? Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Die Leiche. Bitte was? Eine Leiche? Auf mit der Scheiße und verkauf mich nicht für blöd. Ich habe gesehen, wie jemand unter deinem Bett lag. Und der war nicht mehr ganz. Ich hab den weggebracht. Wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Ich wollte das noch nicht machen. Der lag ich plötzlich weiß. Da. Ich weiß. Ist ja gut, mein Schöner. Jetzt zieh dich an. Aber ich bin krank. Du hast jetzt eine Woche im Bett gelegen. Es wird Zeit, neue Geschäfte zu knüpfen. Wie meinst du? Das wirst du schon sehen. Jetzt sieh zu. Wir gehen zum Bahnhof. Na, meine Gute, wie war die Reise aus der Schweiz? Ach, ich kann dir sagen, eine Tochter. Die ist auch die beste Maus. Aber schön, dass du da bist. Aha. Die beiden Hübschen. Wie sieht's denn aus? 30 Mark und ich und meine Freundin besorgen es euch so richtig. Ach, kein Bedarf. Verpiss dich. Na, dann macht's euch doch selber, ihr Schwuchteln. Was ist mit dem da? Was? Ich will jetzt keinen Puppenjungen. Herr Wachtmeister? Schon gut. Schon gut. Also? Was? Was ist denn mit dem Rothaarigen da? Der lange Dürre mit dem Schiffanzug. Nee, den kenne ich. Das ist Roland, könnte man. Der pussiert nicht mit Jungs. Na gut, dann nach oben zum Bahnsteig. Der da drüben, der sieht doch perfekt aus. Wer? Na, da hinten, der auf der Kiste sitzt. Der mit der schönen Breeches-Hose an. So eine hätte ich gern. Der guckt aber traurig. Willst du ihn? Ich spreche ihn an. Hallo. Hallo.
Sieh auf der Kiste. Ich habe ihm Zigaretten gegeben. Die sind richtig teuer. Klappe, sonst kriege ich den nicht rum. Also, ich gehe mit ihm noch ein Bier trinken. Gib mir mal eben ein paar Mark. Er kommt aus Düsseldorf und hat hier Arbeit gesucht. Aber weder Diesel noch Obdach gefunden. Also nahezu ideal für unser Geschäft. Und ein Hübscher ist er obendrein, oder? Ja, schon, aber... Nichts aber. Wir machen das so. Du gehst schon mal vor in Richtung Wohnung. Ich bringe ihn dazu, seinen Koffer in der Gepäckaufbewahrung aufzugeben. Er ziert sich zwar ein bisschen, aber ich mach das schon. Auf halbem Wege, denke ich, haben wir dich dann eingeholt. Also geh langsam. Aber... Ach, egal, ob es regnet. Ja, und dann? Ja, dann nimmst du ihn mit zu dir nach Haus und poussierst mit ihm, du Trottel. Ja, aber wenn dann was passiert? Eben. Dann sind wir im Geschäft. Herr Kriminal? Herr Kriminal, Herr Fritze. Ich? Ja, natürlich Sie, Herr Kriminal. Dieser junge Mann hier, Herr... Hanappe, Adolf. Hanappe ist auf der Durchreise. Durch widrige Umstände ist er in eine missliche Lage geraten und benötigt nun den Schutz der Justiz sowie eine Unterkunft zu dieser späten Stunde. Ich habe da sogleich an Sie gedacht, Herr Kriminal Fritze. Nicht, dass dem jungen Herrn noch etwas geschieht, wo sich doch so viel Gesindel hier herumtreibt. Hätten Sie vielleicht ein kleines Plätzchen zum Übernachten und eventuell etwas Kaffee und Gebäck für ihn übrig? Ja, natürlich. Den Gepäckschein geben Sie am besten dem Herrn Fritze zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht. Das geht schon in Ordnung. Na gut, wenn Sie meinen. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Bei dem Regen sollten wir uns nicht zu lange draußen aufhalten. Sonst holt man sich noch den Tod. Na, dann komm mal rein in die gute Stube. Und Sie sind wirklich ein Kriminal? Vertraust du mir etwa nicht? Doch. Ach, schon gut. Ist gut, wenn man misstrauisch ist. Möchtest du Kaffee? Ich kann einen schönen Kaffee kochen. Ja, warum nicht? Genau, warum nicht? Und warum warst du so allein am Bahnhof gesessen? Naja, ich hatte kein Geld mehr für den Zug. War hier, um Arbeit zu finden. Ach so. Ich dachte, du besuchst deine Freundin. Du hast doch eine Freundin. Nein, Frauen interessieren sich nicht so für mich. Also das kann ich dir nicht glauben. So ein hübscher Junge und keine Freundin? Oh, das finde ich aber traurig. Bitte, hier. Schmeckt schön. Trink. Oh, danke sehr. Ja, trink, Junge. Guter Kaffee, der wärmt. Naja, weißt du, Frauen mögen mich auch nicht. Darum habe ich mir eines Tages gedacht, Fritze, du bist ein so guter Junge. Du kannst es viel schöner haben. Seither poussiere ich mit Männern. Bitte? Wieso? Das machen doch alle. Ich nicht. Aber du bist doch ein Puppenjunge. Was bin ich? Nee. Will er sich nicht ausziehen? Er erkältet sich noch. Ich will mich nicht ausziehen. Ich möchte gehen. Oh, dann möchte schon gehen. Ich möchte jetzt meinen Gepäckschein und dann bitte gehen. Den Gepäckschein? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Na, weil du doch jetzt mein kleiner neuer Freund bist. Mein ja. Puppenjunge. Puppenjunge? Ich geh jetzt. Ja, dann geh doch, kleiner Puppenjunge. Was? Was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Was haben Sie schöner mit mir gemacht? Schöner Kaffee, oder? Schmeckt schön, nicht wahr? Aber ich mag keinen. Der macht immer so müde Glieder. Oh, ich bin so gut. Ah, ja. Du darfst mich auch küssen, wenn du willst. Kleiner Puppenjunge. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Lassen Sie mich gehen! Lassen Sie mich gehen! Hilfe!
Hilfe! Nein, nicht schreien, kleiner Puppenjunge. Hilfe! Das doch nicht. Nicht schreien. Da bekommt der Onkel Fritze Kopfschmerzen von. Bitte nicht, Herr Fritze. Er darf das nicht. Er darf nicht schreien, wenn Frau Engel uns hört. Nein, kleiner Puppenjunge, das geht nicht. Nicht schreien. Ganz ruhig. Gleich ist es vorbei. Ach, guck, jetzt schläft er. Ja, dann schlaf du mal schön. War ein anstrengender Tag für dich. So, der Onkel Fritze zieht dich jetzt aus, damit du nicht in den nassen Sachen schlafen musst. Ich soll bei dir im Bett schlafen. Gut, wenn du das möchtest. Jetzt kuscheln wir erstmal schön, nicht wahr? Aufstehen, kleiner Puppenjunge. Was ist denn los? Aufstehen. Hä? Was ist denn los? Bist du ein Langschläfer? Adolf Hanappel, stehen Sie sofort auf. Oh nein, was habe ich gemacht? Nicht schon wieder. Scheiß Kaffee. Und ich habe doch gesagt, ich will nicht, dass was passiert. Jetzt habe ich wieder die ganze Arbeit, wenn Frau Engel was mitbekommen hat. Die geht doch gleich zu den Bullen, die alte Schlampe. Ich muss ihn klein machen. Ganz klein. Wo ist das blöde Messer? Schälmesser. Da ist es ja. So, schön das Bettlaken auf dem Boden. Bettla. Auf dem Boden. Und alles sauber bleibt. Dann komm mal hier, Adolf. Mach dich nicht so steif. Das hat mir... Also, wie war das beim letzten Mal? Erstmal, Adolf, darfst du nicht zugucken. Na, Tuch drüber. So, Eimer. Genau. Den Eimer brauche ich noch. Auf, an die Arbeit. Drei Schnitte und der Bauch ist auf. Das brauchst du nicht mehr. Ab in den Eimer. Das gibt Blut. Auch Darm kaputt geschnitten? Ja, immer so kleine Enden abgeschnitten. Die Därme sind so zusammengeknüttelt. Brust aufgeschnitten. Ging das leicht? Ja, ging leicht. Hier in der Mitte geht das nicht. Das habe ich versucht. Pass mal auf. Hab dann hier reingestochen. Das geht von alleine, ganz alleine. Und dann aufgeklappt. Das Herz lag dran, drin. Und ab in den Eimer. Was mit Armen und Beinen? Im Gelenk. Oben beim Pillermann abgeschnitten. Das hat lange gedauert. Da habe ich mich hinlegen müssen. Was hatte ich noch? Hier im Knie abgeschnitten. Und dann so bis nach vorne aufgeschnitten. Bis auf die Knochen. Dann
dann das Fleisch so genommen und hier richtig angefasst und losgeschnitten. Hm? Pelle? Kleingeschnitten. In Tasche. So eine, wie der Stenograf hat. 5 bis 6 Mal musste ich zur Leine gehen. Ist nicht viel, so ein Mensch. Knochen? Die großen konnte ich nicht reinpacken. Da habe ich Zeitung genommen und schön eingewickelt, unter den Arm geklemmt und dann in die Leine geschmissen. Schwammen die? Plups, da waren sie weg. Da waren sie im Wasser drin. Was mit den Zehen? Ins Klosett. Die konnten nicht ins Wasser, die schwammen doch. Ich habe mal eine Zehe hineingeworfen, die schwamm. War das so schlimm, dass der schwamm? Die ganzen Jungen spielen doch da, die angeln doch da. Die sehen doch das. Mal haben sie mich gefragt. Fritz, was machst du da? Was schmeißt du da rein? Ich füttere eure Fische, so habe ich gesagt. Was mit dem Schädel gemacht? Na, kaputt gekloppt. So oben hineingeschnitten mit dem Messer und dann so wie die Indianer das machen. Das steht doch in den Büchern drin. Das habe ich doch immer gesehen auf den Bildern. Haare abgeschnitten, in den Eimer rein, dann Kopf eingewickelt, dann sieht er mich nicht. Dann den Abtreter genommen, wo man sich die Füße dran wischt, damit Frau Engel nichts hört. Und dann mit dem Beil, hübsch. Das braucht nicht festklopfen. Ein Schlag und man hat ein Loch drin. Dann konnte man das so abmachen mit den Fingern. Dann noch mit dem Beil angehoben, dann war's ab. Dann habe ich alles kaputt geklappt. Ganz klein. Aufhören! Der Stenograf verdirbt ganz, nicht wahr? Wenn ich den hätte, dann sollen Sie mal sehen, wie schön das geht. Was mit den Geschlechtsteilen? Ins Klosett? Gelutscht? Nee. Gut, wir machen Schluss. Ja, ruhen Sie sich mal aus. Hallo. Morgen ist Verhandlung. Nervös? Ja, ein bisschen. Kommen viele Leute? Angst vor Strafe? Hätten die mich dabei gesehen, die hätten mich totgeschlagen. Einfach köppen und gut ist. Geht ganz schnell. Zack. Wenn wer sie gesehen hätte? Na, die draußen. Auch verdient? Ach was. Hinrichten ja, aber nicht totschlagen. Todesstrafe verdient? Das will ich so haben. Sollen die mich köppen, dann soll ich ein Denkmal haben. Das kostet aber Geld. Lass das doch 1.000 Mark kosten. Sie werden doch Millionär, Sie haben doch alles aufgeschrieben. Geben Sie mal Acht, das wird reißend verkauft. Allwärts in 100 Jahren noch, sogar in Amerika. Jawohl. Henkers Mahlzeit. Schön Käse, ein Schinkenbrot und das Schwurgericht Zigarre. Sprach am 19. Dezember 1924 das Todesurteil wegen Mordes in 27 Fällen gegen Fritz Hamann aus. Die Verhandlung zog sich über 14 Tage hin. Von den 27 Tötungen gab er 9 zu. Weitere 12 hielt er für möglich. Wie viele es noch waren, ist nicht mehr nachvollziehbar. Gutachter und Psychologe Ernst Schulze erklärte Hamann für voll schuldfähig. Friedrich Heinrich Karl Hamann, geboren am 25. Oktober 1879 in Hannover, findet am heutigen Tage, dem 15. April 1925, den Tod durch die Guillotine. Das letzte Wort hat der Angeklagte. Werde ich jetzt berühmt? Hans Grans wurde zu 12 Jahren Zuchthaus und 20 Jahren Ehrverlust verurteilt. Nach seiner Verurteilung kam er ins Zuchthaus Celle. Als Schwerverbrecher wurde er später von den NS-Behörden ins KZ Sachsenhausen, Bezirk Potsdam, mit der Häftlingsnummer 123 eingewiesen, wo er bis April 1942 einsaß. Durch Vernichtung aller Akten zu seiner Person durch die damalige SS verlor sich seine Spur.
bis schließlich 1974 ein Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen auftauchte. Hans Tansch, Journalist, hatte über einen angeblichen Rechtspfleger die Möglichkeit bekommen, Granz zu treffen. Vorausgesetzt, Granz' Identität bliebe geheim. Granz, mittlerweile 73 Jahre alt, lebte mit seiner Frau unter neuem Namen wieder in Hannover, gegenüber einer Fleischerei mit dem Namen Hamann. Unbestätigten Angaben zufolge starb Granz in den 80er Jahren. Sie hörten in den Rollen Karl. Spricht man so mit seinem Kommandanten? Matthias, Albert. Wo bist du der Kommandant? Frechdachs, Erzählerin. Fritz wurde über Tage diesem Prozedere ausgesetzt. Dagmar Bietner, Harman. Hey, lasst mich raus! Lasst mich raus, ihr Schweine! Ihr seid genau Felix Wirkler. Die dreckigen Puppenjungs, die Kommunisten. Hermann Lange. Selber schuld. Wir beschatten sie schon seit einigen Wochen, Harman. Sascha Kiss, Laumann. Wer, ich? Roland Möntemann, Werther. Och, Fritze, du arme, arme Sau. Joachim Klotz, alter Mann und Invalide. Ich kenne diesen Mann nicht. Jan Schröder, Theo Hartmann. Zerrissen hat er ihn. Jan Oliver Keller, Frau Witze. Ich kann nicht mehr. Frauke Hennemann, Stimme 1. Robert Kehrig, Stimme 2. Oh. Michael Gerdes, Stimme 3. Marco Rosenberg, Kommissar Retz. Ich will keine Lügengeschichten mehr hören. Sven Matthias. Dr. Ernst Schulze. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Herbert Ahnen. Insasse 1. Jede Mister, Liebchen schön, habe noch keiner hat ein hübsches Gefängnis gesehen. Ernst Dubitzky. Insasse 2. Ist er selbst, siehst du? Sebastian Becker. Pfleger. Dann komm mal mit dem Onkel Pfleger mit. Dennis Trust. Umherstehende Person. Ruft einen Pfleger. Thorsten Frommen. Zeitungsjunge, Veit Schneider, Abendblatt. Passant, ja, gib mal her, Junge. Horst, Passant 2, ich rauche nicht, Stefan Sauerzapf, Polizist, Ritz, komm mal her zu mir, Carsten Sommer, Bedienung, darf ich Ihnen etwas bringen? Sandra Engel, Hans Granz, aber, einen schönen Menschen entstellt doch nichts, Horst Kurt, doch die Schönheit unterstreichen wird wohl noch erlaubt sein, alte Frau, wie war die Reise aus Stefanie Puke, alte Frau 2. Eine Tortur. Marianne Häberli. Prostituierte. Na, ihr beiden Hübschen? Christiane Marx. Adolf Hanappel. Hanappel, Adolf. Andreas Hagewald. Richter. Friedrich Heinrich Karl Harman. Marc Schöllert. Intro, Outro, Creditstimme Sabine Graf. Musik und Schnitt Ryan Hershey. Lektorat André Schralker. Zeichnung und Covergestaltung Herbert Ahnen und Ernst Dubitzky. Skript und Regie Roland Möntemann. Spezieller Dank geht an Lisa Hornung für die Unterstützung bei Recherche und die viele Geduld. Ryan Hershey für das schnelle Einspringen beim Schnitt. Jetzt kannst du endlich wieder schlafen. Und der gesamte Hörtalk-Community, ohne die dieses Hörspiel nicht hätte entstehen können. Vielen Dank. Dieses Hörspiel ist eine Produktion von Roland Möntemann und hörspielprojekt.de. Der Community für Hörspielmacher aus dem Jahre 2011.